Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Diesmal nicht über Länge. Diesmal werden wir ganz schön schlicht bei 20 Minuten bleiben, endlich mal. Ich gebe mein Bestes, glaubt mir. Ich versuche wirklich mein Bestes, dass wir nicht irgendwie immer diese Mammutfolgen haben. Aber wenn ich im Workflow bin, dann passiert es einfach. Ich kann es nicht erklären. So. Glas da rein. Jetzt muss ich mal gucken, was wir nämlich gleich brauchen. Also wir werden gleich sehr wahrscheinlich Zäune brauchen. Nochmal. Die haben wir hier ja noch. Und vielleicht von innen, von außen, weiß ich nicht. Möchte ich von außen, also oder möchte ich vielleicht von innen erstmal eine Holzschicht haben und dann... Vielleicht. Deswegen werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich auch erstmal noch einen dritten weiter rausziehe, also rausbaue. Und entweder machen wir es wirklich nochmal mit den Stämmen hier vielleicht. Also kann ich dann ja diese Quadratdinger hier machen. Die brauchen wir sowieso irgendwann für irgendwas nochmal. Die hier. Machen wir einfach mal welche. So, und auf jeden Fall, ich brauche nochmal die hier. Ich crafte jetzt hier einfach Sticks draus. Was soll's? Ich weiß, die kann ich anders besser kriegen, aber was soll's. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier davon haben möchte. Ich kann einfach mal alle machen. Wir brauchen also sowieso mit der Zeit irgendwo bestimmt noch woanders welche. Kann ja sich immer mal ergeben. So. Ich muss dann nachher nochmal experimentieren, ob ich dann vielleicht diese andere Holzsachen haben will. So, jetzt aber direkt erstmal hier die hier. Die Wolle. Man könnte auch Quarz nehmen. Oder weißen. Warte mal, weißer Concrete? Ist der denn wirklich. Aber nee. Nee, wir werden Wolle nehmen. Wir werden klassisch bauen. Ich möchte, dass wir das ein bisschen klassisch bauen. So, ja, hier. Ja, wobei, weiß ich nicht. Eigentlich ist das so erstmal okay. Finde ich zumindest. Wir machen jetzt erstmal dieses Ding. Ich muss dann jetzt auch die Dimensionen mir nochmal anschauen. Weil die Dimensionen, die werden sich auch nochmal verändern. Da werde ich bestimmt mehrere Anläufe auch nochmal für brauchen. Das ist die falsche Tür. Hier muss ich hin. So, und zwar... Die Sache ist dann die... Also das wird entstehen... Es kommt auch sehr auf die Größe davon an, am Ende. Weil es soll auch nicht zu weit raus sein. Drei wären halt das Maximal. So, und dann würde ich halt überlegen, ob es dann hier zum Midpoint nochmal anderweitig irgendwo lang gehen würde. So, das wäre jetzt der Haupt-Midpoint. Sagen wir mal. Es wird schon eine gewisse Breite haben. Ich würde eigentlich ganz gerne schon mal das da auch unten dran bringen. Also das hier gehört eigentlich nicht in die normale Playlist. Das, was da gerade läuft, das ist eigentlich ein Cave-Track, den ich nie rausgefiltert habe. So. Alles klar, jetzt haben wir nämlich so den Midpoint schon mal festgelegt. So, dann kann er noch mehr Holz ins Verderben droppen. So.
Das Ganze wird sich jetzt ein bisschen ausspreizen. Also ich versuche jetzt mal halt was Schönes erstmal nach oben zu bauen. So, also erstmal geht das hier ganz normal mal so nach oben. So, und dann haben wir hier zwei. Und jetzt zieht er halt einen nach hier. Dann nochmal zwei nach hier. Und dann nur noch ein. Und hier fängt er sich dann an, so ein bisschen abzustumpfen. So zum Beispiel. Okay, und jetzt möchte ich mir das mal von... Sieht da nicht okay aus? Ich würde das jetzt gerne nur mal von unten betrachten auch. Lytras bitte. Ich kann doch eigentlich die Fackeln mal annehmen, weil ich könnte ja oben jetzt immer zu diesem Dach auch hinfliegen einfach, ne? Ich muss nicht jedes Mal diese Treppen jetzt nehmen. So. Ja gut, und jetzt stellt euch halt vor, das geht dann halt in eine Richtung. Also jetzt in dem Fall in die Richtung, dann hier in die Richtung hier runter, dann in die Richtung nach da und in die Richtung nach da. Um das jetzt aber richtig gut sehen zu... Obwohl, warte mal. Möglicherweise ein Problem. Dass vielleicht der Midpoint zu fett ist? Wäre der Midpoint zu fett, ist die Frage. Fliegen wir erstmal hoch. So. Aha. Meiste Gäste hier oben. Irgendwo. Der ist auf jeden Fall hier drin. Hallo Freund. So. Ich sag doch, die können hier drin spawnen. Ich habe da hinten auf der einen Seite gesehen, da ist, hat noch Holz gefehlt, ne? Hier. Hier fehlt nochmal eine Portion Holz. So. Ah, warte mal, erstmal mal gucken. Also, erstmal waren es zwei hoch, dann nochmal zwei und dann dreimal eins. So, das heißt, 1, 2. Lips, das muss so runter. Das muss so runtergehen. Hier muss ich so ein bisschen tricksen. Hier mal so ein bisschen runter gehe. So. Also. Zwei nach da, dann zweimal hier. Und hier müssen wir jetzt wieder runter. So, wunderbar. Ich habe ein bisschen Angst, hier runtergeschossen zu werden. Obwohl das eigentlich scheißegal ist, weil wir werden eh nicht sterben. Also 2, 2, 2 war's. Dann 2.
Und dann... Das, dann muss ich hier nochmal zwei runter. So. Alles kriegen wir hier immer nicht. So. Noch ein Stück. So. Okay. Den einen Block lasse ich mal hier. Den anderen kommen wir mit. Jetzt gucke ich mir das nochmal an, ob das denn so auch passt. So, dich lasse ich hier. Shit. Egal. Dich lasse ich hier. Und das muss ich mir jetzt mal anschauen. Am besten von hier. Von hier geht's auch. Ja. Ich persönlich glaube, aber das ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu wenig. Gut, man muss aber auch bedenken, die ist halt hoch, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Vielleicht ist das auch gar nicht zu wenig. Da kommen ja, auch noch die Zäune dran und vielleicht muss ich sowieso nochmal eine Ebene ranböbeln. Das wird sich mal zeigen. Erstmal wieder hoch. So. Ich würde jetzt erstmal schon mal das, was da nach unten geht, machen. Weil das hat, glaube ich, auch eine gute Aussagekraft dafür, inwiefern das logisch dann auch gut gemacht ist. So, das Ganze muss dann... das heißt, nach da müssen wir... Wir müssen hier hin, so. Einmal das. Und jetzt müssen wir hier schon wieder weiter runter. Lapp. Ich nehme das mit, was ich noch hier rauskriegen kann. So. Zwei. Und jetzt geht das da mit los. Okay. So. Und hier uns einen schönen Aufzug nach unten. So. So. Das wäre dann das Stück, was nach unten geht. Das käme dann bis hier. So. Okay, bevor ich mir das jetzt unten nochmal angucke, mache ich aber erstmal schon mal das da fertig. Wobei, warte mal, wir machen das mal am besten. Ich glaube, ich droppe mich hier einfach mal kurz runter. Wenn ich das Holz kurz einsammle, dann fliegen wir eben hoch und dann machen wir an der Seite. Nee. Nee. Habe jetzt keinen Bock drauf. Hab ich jetzt keine Lust drauf. Kannst mich mal. Herr Regen. So. Geh mir auf den Sack hier. So. Muss hoch. Ich muss hoch. Gott. So. Das sind die Dreier, deswegen sind die so ein bisschen, deswegen ziehen die so ein bisschen wie so mit einem Nitro-Boost immer nach.
Eigentlich kann ich mich sogar hier jetzt aufstellen, ne? Zumindest für dieses Stückchen hier. Weil der muss nämlich nach oben schauen. Warte mal, eigentlich müsste ich dann... Eigentlich müsste ich mich dann hier auf den auch schon draufstellen. So. Und der ginge dann hier immer so hoch, genau. So. Alles klar. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ladi hopp. Ich müsste mal vielleicht das mal von der Terrasse oder ein bisschen weiter oben mal betrachten. Nee, das passt. Allerdings glaube ich tatsächlich... Ich glaube, da fehlt doch noch was. Ich würde jetzt hier vielleicht nicht, also ich würde hier an den Seiten, glaube ich, also an diesen Seitenblöcken tatsächlich nochmal ein oder zwei hoch mitziehen, denke ich. Dass wir dann 3, 2, 2 und dann 4 oder 5 haben vielleicht. Also ein 5er Abschluss. Und der letzte, dass der letzte vielleicht ein Stückchen nochmal länger ist. Das würde ich, glaube ich, noch mal ranpacken. Also dann immer von oben am besten. Also hier von oben, da von oben und hier immer. Hier muss ich dann von unten ran. Okay. Dann machen wir erstmal die oben. Das wären dann die zwei hier. Also. Eins, zwei, drei. So mache ich die aber automatisch vier lang. So, dann käme ich hier noch einer drauf. Und dann theoretisch einer, der so ein bisschen abspickt. Und das wäre dann hier so und dann so und dann so, so, so. Okay, und da käme ich dann allerdings nicht mehr dran. Muss ich hier mal einen hinpacken. Nee, hilft aber auch nicht. Ich muss mich hier irgendwie hochbauen. Ich muss mich da irgendwie hochbauen. So, und dann muss da nämlich an der Seite noch was dran. Wir haben das hier 20 Minuten. Und ich habe das Ding nicht in 20 Minuten geschafft? Ach du Kacke, ey. Habe ich hier das extra Ding auch dran gemacht? Also das ist dann halt 2. 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Das wäre der vierte. Also das ist nicht das extra Ding.
richtig gezählt? Ich muss das gleich nochmal mir anschauen. Scheiße. Ich glaube, wir brauchen hier doch wieder ein bisschen länger. Ein kleines bisschen länger. So. 2, 1, 2, 3, 4. Das war der vierte. Doch, das war der vierte. Und dann kommt hier der fünfte mit dieser zweiten Spitze rein. So. Gut. Und das wäre durch. Jetzt muss ich mir die beiden neuen mal angucken, wie die aussehen, ob das zu viel ist oder ob ich das... Oder ob das die Wirkung erzielt, die ich mir erhofft habe. Ja, doch schon. Doch, doch. Das passt ein bisschen besser. Das macht es ein bisschen mehr prächtig, ne? Das macht das Ganze ein bisschen mehr prächtig. So, dann ziehen wir das doch hier gleich auch nochmal durch. Vielleicht kriege ich das in der Folge jetzt eben doch nochmal fertig. Ansonsten, wenn ich in der nächsten Folge starte, ist das fertig. 100%. Versprochen. So. Ich muss mich da wieder ein bisschen hochtricksen mit Holz. Autsch. Irgendwann werden wir das Totem auf Undying bestimmt nochmal durch das Fliegen verlieren. Keine Ahnung. Irgendwie so ein bisschen was im Gefühl. Mein Gefühl, es trügt mich. So. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. So, noch ein Stück. Bitte. Reicht das? Nein. Noch ein Stück. Das reicht. 1, 3, 4, 5. Ups, Achtung. Genau, und jetzt geht der nach da. Das ist dann der hier und dann kommt der hier zum Abschluss. So. Wo war jetzt der Ursprungspunkt? Da ist der Ursprungspunkt. Jetzt muss ich nur noch mal nach da oben hin. Ach, scheiße, komm, wir machen das jetzt noch fertig. Ich mach das jetzt noch fertig hier. Wird halt wieder ein bisschen mehr als 20, aber was soll's? Was soll's? Ist halt so. Habe ich denn aber noch... Ich habe genug Wolle, ne? Ich... Oh, bitte sag, dass ich bitte... Bitte sage mir, dass ich genug Wolle habe. Ansonsten werde ich ein bisschen sauer. Ansonsten werde ich ein kleines bisschen sauer. Oh, Moment, habe ich das jetzt... Habe ich das jetzt rangepappt schon? Da habe ich es rangepappt. Hier hatte ich es rangebappt, hier muss ich es noch ranbappen, so. Und da geht es dann nach oben. Na, du... Und dann du. So. Okay. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch alles korrekt abgemessen gemacht. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Wenn nicht, werde ich erneut da hochfliegen müssen und leiden. Weil dann muss ich nämlich alles neu abzählen. So. Aber das werde ich dann in der Folge definitiv nicht mehr machen.
So. Können wir die Folge denn jetzt erfolgreich abschließen mit dem Ende hiervon? Das wäre nämlich sehr erfreulich. Sieht gut aus. Sieht gut aus, oder? Ich sehe jetzt auf den ersten Blick keine Verzählungen, keine Verzählereien. Und ich glaube, die Distanz, die stimmt auch, weil größer müssen wir es echt nicht machen. Ja, supi. Ich bin zufrieden. Seid ihr auch zufrieden, Leute? Lasst es mich gerne wissen. Okay. Aber für diese Folge ist dann jetzt auch mal wieder Feierabend. Deswegen würde ich dann schon mal direkt sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.